So, dann darf ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel im 13. Spieltag zwischen dem SSV im Fußball und dem Halleschen FC in Stand 2:3 vor 7.966 Zuschauern im Donaustadion. Begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer Sreto Ristić und Thomas Wirle und darf Sie, Herr Ristić, um Ihr Statement zum Spiel bitten. Hallo erstmal. Ja, für uns ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Wir hatten uns schon eigentlich Woche für Woche nehmen wir uns eine Menge vor und erstmal bin ich sehr, sehr glücklich und froh, dass sich die Jungs heute belohnt haben, auch mit 3 Punkten zum Spiel. Ulm ist nicht zufällig oben. Das ist schon sehr, sehr gut, was sie machen und nicht nur in der dritten Liga, sondern jetzt hatte das Vergnügen, auch in der Regionalliga in Ulm zu spielen. Das ist schon ein zäher Gegner, vor allem so, wie sie verteidigen, aber auch mittlerweile auch richtig gutes Spiel nach vorne. Ordentlich Qualität und man hat gesehen, dass hier was ja, wächst oder auch schon gewachsen ist. Und einige Erlebnisse, die Jungs zusammen schon haben und hatten, das ist ein Riesenunterschied zu uns. Wir müssen uns noch finden. Dementsprechend war das Spiel heute wahnsinnig schwierig für uns, aber ich glaube, dass wir die ersten 5, 6 Minuten super gut im Spiel waren für ein Auswärtsspiel gegen so einen Gegner. Und dann Déjà-vu, dann passiert das, was auch ja, gefühlt jede Woche passiert. Auf einmal stehst du 1-0 hinten und musst dich wieder sortieren und hinterherlaufen. Das haben wir getan, das haben wir angenommen und zum Glück auch den Anschlusstreffer geschafft. Da haben wir sogar noch mehr angefangen daran zu glauben, dass da was geht und so sind wir aus der Kabine rausgekommen. Ich glaube, dass wir dann 2 schöne Tore erzielt haben und ich will nicht sagen, uns ein bisschen sicher gefühlt haben, aber man hat schon gesehen, dass wir auch dann probiert haben, noch mehr Fußball zu spielen. Und in der Situation, in der wir uns befinden, wird man wirklich für ganz wenig bestraft. So kam Ulm dann auch noch zum Anschlusstreffer und dann ging es ja, glaube ich, noch fast über 20 Minuten. Wir hatten heute einfach auch das Quäntchen Glück, was du brauchst in dieser dritten Liga, die ist brutal zäh und schwer zu bespielen, dass du Spiele gewinnst, muss wirklich sehr, sehr viele Sachen aufgehen. Nicht nur gut Fußball spielen, sondern auch ein paar Themen überleben. Die haben wir heute überlebt, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass es trotzdem ein faires Spiel war, trotz ja, diesen Zusammenprall. Auf dieser Stelle möchte ich auch dem Lukas einfach gute Besserung wünschen und hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Ich glaube, dass es, wie gesagt, trotzdem ein faires Spiel war. Und wir heute ja, sehr, sehr glücklich nach Hause fahren und ein sehr gutes Auswärtsspiel hier in Ulm absolviert haben. Ulmer wünsche ich weiterhin auf ihrem Weg viel Erfolg. Das sieht schon ganz gut aus und bin gespannt, bis wohin das auch geht. Danke. Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort weiter an unseren Trainer Thomas Wirle. Ja, erstmal danke, Sreto, und gleichzeitig Glückwunsch dir und deiner Mannschaft zum Sieg heute. Ja, für uns natürlich bitter. Wir sind natürlich schon ja, sehr enttäuscht. Einmal über das Spiel, zum Zweiten sind wir natürlich voll der Hoffnung, dass es bei Lukas Röser schnell wieder bergauf geht. Sah nicht so gut aus. Das hat uns natürlich dann auch richtig ja, beeindruckt auf eine Art und Weise, was wir so nicht gedacht hatten, dass sowas im Spiel noch passiert. Das ist das Wichtigste sicherlich am heutigen Tag für uns und wenn wir zum Spiel kommen. Ja, finde ich auch, dass Halle relativ schnell im Spiel war. Da waren wir ein bisschen ja, zögerlich auch zu Beginn, nicht so ganz in unseren Abläufen drin. Machen dann aber das Tor mal super rausgespielt, finde ich. Ja, das 1-0 haben danach eine Riesenchance, ja, Doppelchance zum 2-0. Ich glaube, wenn wir das Tor machen, nimmt das Spiel eine ganz andere Fahrt auf. Dann glaube ich, läuft das für uns. Leider haben wir es nicht gemacht und kriegen dann für mich ein bisschen gefühlt aus dem Nichts diesen Handelfmeter, wenn es da einer war. Ich habe es noch nicht gesehen. Somit war Halle wieder zurück im Spiel und man muss sagen, wir haben dann schon heute nicht die Souveränität gehabt, die wir für gewöhnlich haben, ein Spiel aufzuziehen auch. Aber man muss dazu sagen, Halle hat es gut gemacht, man hat gemerkt, sie wollten unbedingt den Bock umstoßen, ja, was das Ergebnis angeht, haben es durchaus auch hier und da einfach gehalten, sehr aggressiv in den Zweikämpfen und haben sie letztendlich heute eiskalt gezeigt, ja, mit den Torchancen. Ja. Zweite Halbzeit war es dann so, wir kriegen das zweite Tor und das dritte Tor. Gefühlt waren das ja, mit einer Chance, glaube ich, nur nach einer Ecke die einzigen Torchancen, die gegen uns es gab und haben sie eiskalt zugeschlagen. Ist auch eine Qualität und ja, wir haben in der Phase, ja, so nach der Doppelchance, bis dann auch, ja, als wir dann zurückgekommen sind, so ein bisschen die letzte halbe Stunde nicht ganz das Level spielen können, was wir eigentlich
zuletzt gespielt haben, ja, ob das physisch ist, ob das von der Wucht her ist, ob das auch mit Ball ist, wobei der Silio am Gegner lag, der gut gestanden ist, der gut gegen den Ball gearbeitet hat und natürlich hat man auch gemerkt, gekämpft hat um jede Situation. Und hinten raus, da muss man sagen, die letzte halbe Stunde gefühlt, haben wir dann auf einmal zwei, drei Gänge hochgeschaltet und haben eine super Energieleistung auf den Platz bekommen, haben uns unzählige Situationen erarbeitet. Ich habe das Gefühl gehabt, heute soll es einfach nicht sein, weil wir haben Pfosten getroffen, Latte getroffen, ein paar Mal war der Ball frei im 16er, wir schießen, er wird geblockt, haben nochmal ein, zwei wirklich sehr, sehr gute Torschancen gehabt und hat nicht sollen sein. Bitter für uns, weil ich habe das Gefühl gehabt, gerade in der letzten halben Stunde, es wäre durchaus auch noch nicht unverdient gewesen, wenn wir sogar das Spiel gewinnen, ja, in der Phase, weil da waren wir einfach drückend überlegen. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir uns an die eigene Nase packen heute, weil wir dann doch über zu lange Zeit über im Spiel nicht ganz das spielen konnten, was wir eigentlich spielen können. Und das müssen wir einfach für heute so akzeptieren. Wünsche dir natürlich, Sreto, und deiner Mannschaft erstmal einen guten Heimweg, dann auch weiterhin alles Gute. Ja, für uns bleibt einfach die Hoffnung, dass der Lukas hoffentlich schnell wieder auf die Beine kommt. Danke. Danke, Tom. Dann ist jetzt Zeit für Ihre und eure Fragen. Bitte um kurzes Handzeichen. Dann fangen wir in der ersten Reihe an. Bitte schön. Ja, Herr Ristic, erstmal Glückwunsch zum Sieg. In den vergangenen Wochen war oft vom fehlenden Spielglück die Rede. Jetzt gerade heute mit dem Doppelschlag, war das dann so das Momentum, das dann auf Ihrer Seite oder der von Ihrer Mannschaft war? Ja, das ist mit Sicherheit so. Ich weiß, wie sich Thomas jetzt anfühlt hier. Die haben ein gutes Spiel gemacht, aber die dritte Liga ist brutal. Das ist wirklich, da wird alles bestraft. Und heute war es ja so, dass wir ein Quäntchen Glück mehr hatten. Wir haben tatsächlich unsere Chancen alle herausgespielt. Ich glaube, dass wir in der ersten 4-5 Minuten auch noch zwei Hereingaben haben, dass keiner berührt und die durch 16er durch rauschen, sodass dass wir sehr, sehr zufrieden sind und wissen wohl, dass noch nichts erreicht ist, aber wir sind sehr happy, dass wir jetzt diesen Bock umgestoßen haben und blicken zuversichtlich nach vorne. Zweite Halbzeit, zwei Tore aus der Luft. Haben Sie das irgendwie in der Halbzeit nochmal thematisiert, dass das so ein probates Mittel ist? Nein, in der Halbzeit nicht, aber es ist schon so, dass wir auch wuchtige Stürmer haben, dass wir in der Lage sind, vor allem dann, wenn Ulm 1 gegen 1 in eigener Hälfte spielt, dass wir in der Lage sind, die Bälle aufzunehmen, sie dann irgendwo aufzulegen und dann eben wiederum mit der zweiten Welle vors Tor bringen. Das ist immer das Thema, vor allem nicht nur gegen Ulm, gegen jede Mannschaft, die eben sehr hoch angreift oder verteidigt, nehmen wir es, wie wir wollen, sodass wir das immer in unserem Spiel haben. Wir können nicht nur flach herausspielen, wenn der Gegner es anbietet, machen wir es. Und heute ist es eigentlich ganz gut aufgegangen mit dem Baum, aber mit dem Erich, die immer wieder für Entlastung gesorgt haben. Da haben wir auch die Bälle in der zweiten Welle vor das Tor gebracht. Es ist dadurch auch ein wunderschönes Tor entstanden mit Baumi, der wahnsinnig wichtig für uns ist. Im Vergleich zur Vorwoche haben Sie kaum was geändert, nur im Tor gab es einen Wechsel, Moritz Schulze für Sven Müller. Können Sie da nochmal sagen, kam für manche vielleicht überraschend, was der Beweggrund war? Ja, es ist so, die Torhüter, die sind gefühlt alleine. Die sind so, ich hatte das Gefühl, dass ich da was tun soll oder wenn ich sogar muss, weil der Sven ist mit Sicherheit nicht schuld an unserer Situation, aber gefühlt war ja jeder Schuss, egal jetzt aus welcher Distanz Richtung Tor, sofort im Winkel oder eben unten und irgendwo im Eck. Von daher habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, aber trotzdem mit Überzeugung gehandelt, einfach mal der Mannschaft eine andere Person, anderes Auftreten, andere Kommandos eben im Rücken zu haben. Und Mo hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht und hat uns wirklich auch irgendwo geholfen, diese drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Also gutes Spiel, sagen Sie, ist es dann so für die nächsten Wochen so die Entscheidung, dass es erstmal so bleibt? Ja, das ist eine super schöne Frage, aber jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Drei Punkte und muss man jetzt mal ein paar Tage drüber schlafen, dann schauen wir weiter. Zwei Fragen hätte ich noch. Die Auswechslung Jonas Niedfeld, war das verletzungsbedingt oder wie kam das? Ja, Jonas hat, glaube ich, Schlag auf die Wade gekriegt und die ist immer wieder zugegangen. Und so hat er dann signalisiert, dass er nicht mehr sprinten kann. Und das ist wahnsinnig wichtig, gegen Null sprinten zu müssen. Und wenn er es nicht kann, dann muss man wechseln. Letzte Frage, wie sehr kann man jetzt in den nächsten Wochen von diesem Sieg zehren? Ist natürlich immer noch Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze, aber ist erstmal ja auch für die Moral sehr positiv für Ihre Mannschaft.
Ich sagte eingangs, Ulm hat natürlich wahnsinnig viele Erlebnisse gemeinsam. Das sind Jungs, die teilweise 3, 4, 5 Jahre hier und haben Aufstieg hinter sich, haben viele Schlachten hier in der letzten Minute gewonnen. Und das ist etwas, was eine Mannschaft zum Wachsen braucht. Und wir sind 16 neue Spieler und jetzt brauchen wir solche Phasen. Jetzt nehmen wir das einfach so mit und sind sehr happy. Wohl wissen, dass wir auch da einige Themen haben, die wir besser machen müssen, um dauererfolgreich zu sein. Jetzt regenerieren wir und dann ist am Dienstag schon das allerwichtigste Spiel für uns, das ist Pokal, und dann schauen wir weiter. Herr Wörle, wie sehr hat Ihnen bzw. der Mannschaft heute der Joe Reichert gefehlt? Ja, erstmal war es natürlich unglücklich, dass er gestern sich ein bisschen verletzt hat im Training. War heute dann auch die Überlegung, ob man ein Risiko gehen können oder nicht, und haben uns dann aber für die vernünftige Entscheidung entschieden, für den vernünftigen Weg entschieden, weil wir natürlich auch wissen, dass mehr Spiele noch warten bis zur Winterpause. War auch richtig, denke ich. Aber natürlich, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Joe Reichert ist für uns absoluter Anführer, Kapitän, Leader, Leistungsträger, der gerade auch in den Boxsituationen einfach auch eine Qualität hat. Deswegen, er hat uns gefehlt, das kann man sagen, definitiv. Herr Wörle, ich würde noch mal kurz nachfragen auf den Zusammenprall bzw. auch Aufprall von Lukas Röser. Das sah auch von oben von der Tribüne sehr, sehr übel aus. Können Sie uns kurz sagen, wie es denn ihm geht? Wissen Sie da schon was und was ihm auch passiert ist? Ja, genaues kann ich leider nicht sagen. Aktuell ist es schwierig. Ich habe es nur gesehen, dann eben, ich glaube, er war kurz bewusstlos. Hat beim Nacken Probleme gehabt. Alles Weitere muss jetzt abgeklärt werden. Er ist ansprechbar. Das ist schon mal das Wichtigste. Mehr kann ich nicht sagen, außer dass wir natürlich alle unglaublich hoffen, dass nichts Schlimmes ist und dass es schnell wieder aufwärts geht bei ihm. Okay, dann sehe ich sonst keine Fragen mehr. Bedanken uns ganz herzlich fürs Kommen zum heutigen Heimspiel, wünschen unseren Gästen einen guten Heimweg nach Halle. Für uns geht es jetzt mit 2 Auswärtspartien in Münster und Regensburg weiter und dann freuen wir uns auf das nächste Heimspiel hier im Donaustadion und Ihnen allen einen schönen Abend. Dankeschön.